Hallo zusammen und einen schönen guten Morgen. Vor gut zwei Wochen war ich beim Musikhaus Müller in Daun auf einer Präsentation von Peter Bartmanns. Er hat doch das neue CVP 809 vorgestellt. Ich habe ihn auf ein Gespräch angesprochen und er hat spontan zugesagt. Da wusste er allerdings noch nicht, dass das Gespräch sonntags morgens um 7 Uhr ist. Nun, umso mehr freue ich mich, dass ich ihn heute Morgen zu Hause in den Niederlanden erreichen konnte. Guten Morgen, Herr Bartmanns, und herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch mit uns Musikanten nehmen. Bitte. Ich habe Sie vor kurzem in Daun persönlich kennenlernen dürfen. Ich hatte Sie in früheren Jahren natürlich schon öfters gesehen bei Auftritten. Aber in Daun hatte ich schon mal die Möglichkeit, mit Ihnen persönlich zu sprechen. Und Sie leben ja zurzeit, denke ich, mehr aus dem Koffer als zu Hause, da Sie in halb Europa unterwegs sind, um das CVP 809 vorzustellen. Ja, das stimmt, das stimmt. Und ja, erst auch mal einen ganz guten Morgen an Sie. Und ja, im Moment haben wir natürlich eine ganz große Tour hinter uns. Mit meiner netten Kollegin Susan Albers haben wir deutschlandweit die neue CVP-Serie vorgestellt. Das stimmt. Und ich muss auch ehrlich sagen, das war schon eine große Tour, zwei Wochen in Deutschland. Aber vor dieser Zeit war es natürlich auch wirklich weniger wegen dieser Corona-Umstände. Und also wir haben uns sehr gefreut auf diese Tour. Die Tour war auch sehr erfolgreich. Und ja, CVP ist sowieso einer meiner Lieblingsinstrumente. Also es war richtig ganz, ganz toll. Es war auch ganz toll in Daun, wenn wir uns dann fürs erste Mal getroffen haben. Schön. Sie sind ja für uns Keyboarder das Gesicht von Yamaha schlechthin. Alle Musikantenfreunde kennen Sie seit vielen, vielen Jahren. Und Sie sind auch spieltechnisch für uns Musikanten das große Vorbild, wie man mit dem Keyboard umgeht, wie Sie spielen können. Ich habe gelesen, Sie haben in Tilburg, in Ihrem Heimatland, in Niederlande, studiert, Klavier und Orgel. Da können wir gleich noch etwas zu erzählen. Also Sie sind unser Mann für Yamaha, das Gesicht von Yamaha. Und da natürlich die Frage, wie und wann sind Sie eigentlich zu Yamaha gestoßen? Ja, also es gab in die 80er Jahre gab es das Electone Festival. Das war ein weltweit Orgelfestival und man konnte dann teilnehmen. Und da gab es erstmal, konnte man dann natürlich Meister. Ich habe dann diese Finale in Holland gewonnen vom Electone Festival. Und dann durfte ich auch nach Paris gehen, weil da war die europäische Endausscheidung. Das weiß ich noch gut. Das war in Salle Pleyel in Paris. Das war richtig groß. Zum Beispiel Rhoda Scott war und auch ein ganz großer Komponist aus Frankreich, die waren in der Jury. Und da habe ich dann auch die Europa-Endausscheidung gewonnen. Und so hat eigentlich damals der Importeur von Yamaha, das war noch ein Importeur damals, hat mich kennengelernt. Und ich musste dann noch erst meine Bundeswehr machen. Ne? Das war in dieser Zeit so, habe ich gemacht. Und nach der Bundeswehr bin ich dann sofort angefangen. Wirklich, da war ich angestellt bei dieser Firma als Vorführer für Yamaha Elektronorgeln. Und genau in dieser Zeit sind auch die allererste Keyboards auf den Markt gekommen. Mhm. Und so bin ich zu Yamaha gekommen. Jetzt kommen Sie ja eher von dem klassischen Klavier und der klassischen Orgel. Wie war jetzt der Einstieg in diese Keyboard-Welt? Also das Elektron-Festival war natürlich Orgel und ich habe da auch zum Beispiel der große Mann in dieser Zeit an der Orgel bei Yamaha war George Fleury. Ja. Ja, das war ein ganz großer, ja, das war auch damals Mr. Yamaha. Und okay. Ja, und ich bin dann, also wie gesagt, auch von der Orgel gekommen. Aber natürlich die Keyboards, das war ganz einfache Keyboards. Ne? Man hatte, ich glaube, man hatte 8 Styles und 16 Klangfarben. Und das war wirklich ein Anfang von ein Portable Instrument. Richtig den Anfang. Und man konnte nicht ganz viel damit machen natürlich, weil es war sehr einfach.
Und damals haben auch ganz viele Musikalienhändler gesagt, wer kauft ein Keyboard? Niemand kauft ein Keyboard, weil alle wollen Orgel haben. Ja. Und jetzt verkaufen wir keine Orgel mehr, aber Keyboards noch. So ist es gegangen. Okay. Sind Sie in den ganzen Jahren bei Yamaha auch immer an der Entwicklung dieser Geräte, dieser Keyboards beteiligt gewesen? Mussten Sie oft nach Japan reisen oder reisen Sie heute noch nach Japan? Also ich war beteiligt bei der Programmierung in Japan. Ich war dann auch oft wochenlang in Japan, weil Sie müssen sich natürlich vorstellen, alles, was es im Keyboard an Presets gibt oder an One-Touch-Settings, an Songs, das muss natürlich alles gemacht worden. Und in dieser Zeit, sagen wir mal so die 80er und 90er Jahre, war ich auch sehr oft da und habe vor allem One-Touch-Settings gemacht und Demo-Songs, die da drin waren. Okay. Ich habe ja, wie ich Sie in Daumen getroffen habe, habe ich mich so angeschlichen. Sie waren sich gerade am Einspielen und dann sah man schon ein, naja, ziemlich gebrauchtes, schon leicht angeflattertes Notenbuch von Bach. Frage, müssen Sie oder üben Sie heute noch ständig und regelmäßig? Ich übe sehr viel. Ich übe echt wirklich viel. Und es ist natürlich so, wenn man viel spielt, müssen die Finger auch richtig fit bleiben. Dafür habe ich natürlich auch ganz viele Orgelstücke. Also das ist das Buch von Bach. Also ich spiele auch sehr gerne diese Stücke. Aber auch ganz viele, eigentlich Klavierübungen, aber die wirkliche Übungen von Pishna und die ganz schwere Sache, um immer noch an die Technik zu arbeiten, damit die Finger natürlich auch fit bleiben. Ich mache das auch sehr gerne, weil irgendwie fühle ich mich auch besser, wenn ich das dann wieder so ein oder anderthalb Stunden gemacht habe. Da fühlt man sich wesentlich fitter. Ja. Da habe ich gesehen, ich habe Ihnen dann so auf die Finger geschaut, wie Sie eine Fuge gespielt haben, ein G-Moll, glaube ich, war das. Und da fehlt ja an dem Clavinova, so gut wie das Gerät ist, fehlt ja der Bass. Ja. Wie haben Sie das hingekriegt, dass die Bassstimme auch erklingt? Ja, okay. Eigentlich ganz einfach, weil alles, was man spielt, auch im Genus, ne, und auch natürlich im CVB, kann man aufnehmen als MIDI-Daten. Ich habe dann das, was das Pedal spielt, aufgenommen als ein MIDI-Song. Aber es gibt dann ein Problem, weil auch ab und zu 8 oder 12 Takte das Pedal nicht mitspielt. Ne? Genau. Und dann kommt man natürlich nie immer gleichzeitig an dem gleichen Punkt an. Ja. Und deswegen habe ich jedes Block, wo das Pedal spielt, als Einzel-MIDI-File aufgenommen. Und ich kann dann mit dem mittleren Pedal vom CVB den nächsten Song auswählen und dann mit das linke Pedal der nächste Song auch wieder starten, sodass alles optimal synchronisiert ist. Da muss man erstmal drauf kommen, ja. Da muss man drauf kommen, aber okay, das sind natürlich Sachen, ja, das finde ich dann auch ganz toll, ne? Weil irgendwann, wenn es ein Problem gibt in der Musik, muss man das Problem lösen und das war für mich dann so eine Lösung. Prima. Jetzt spielen Sie aber ansonsten, so wie ich das beobachte in den YouTube-Videos bei Ihren Vorführungen, eigentlich nur mit Styles und das sind trotzdem sehr runde Interpretationen, die Sie vortragen. Klar, Ihre fantastische Spieltechnik kommt da natürlich zum Tragen, aber die spannende Frage für mich, schalten Sie häufig gewisse Akkompspuren stumm oder lassen Sie die alle an, dünnen Sie aus? Wie gehen Sie da vor? Ja, das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Aber vorab will ich da erstmal sagen, dass es bei Yamaha ein Gesetz gibt, dass wenn ein Kunde einen Style wählt, müssen alle Spuren an sein, sodass der Musiker, der Gebraucher weiß, was da alles läuft. Ja. Aber es ist immer sehr, sehr funktionell und es bringt sehr viel, wenn man auch bestimmte Spuren ausschaltet. Ja. Ne? Und dann, man muss nicht immer diese Streicher oder diese Bläsersätze dazu haben. Also das ist natürlich pro Style ein bisschen verschieden. Aber als Musiker oder als Spieler richtig hören, was höre ich, wenn der Style läuft? Ne?
erstmal richtig hören, wenn ein Style läuft. Was macht A, was macht B, was macht Intro 2? Und dann für sich selbst entscheide, ey, die Streicher müssen für mich nicht da sein. Dann schalten sie zum Beispiel so ein Pad-Spur oder so ein Streicherspur aus. Ne? Aber man muss immer davon ausgehen, dass Yamaha natürlich will, dass wenn man den Style wählt, dass alles an ist. Okay. Aber ich schalte auch sehr viel aus, zum Beispiel vor allem beim Jazz, ne, dann brauche ich nur Bass und Schlagzeug, ne, weil ich spiele dann zum Beispiel selber Klavier. Oder wenn ich im Prinzip sowieso das Solo-Instrument, was man spielt, wenn das zum Beispiel ein Orgel ist, und es gibt auch eine Orgel in der Style, dann würde ich die sowieso immer ausschalten. Okay. Ist der zum Beispiel Hauptstimme, die ich spiele, eine Saxophon, ne, dann würde ich auch die Saxophone ausschalten. Okay. In dem, das ist so ein bisschen Basis. Aber es hängt natürlich vom Stück ab, es hängt vom Geschmack ab. Ne? Aber das ist eine ganz gute Sache natürlich. Und ja, oft ist, und das sage ich auch ehrlich, weniger ist oft besser. Das muss ich auch sagen. Ja, ja, ja. Hier sind das ja harmonisch manchmal sehr komplexe Werke, die Sie vortragen. Kommen Sie da mit der Begleitautomatik immer hin? Ja, also ich benutze den AI-Fingered-Modus. Und da kann man auch richtig 13 Akkorden, 11 Akkorden perfekt spielen. Natürlich muss man dann auch genau wissen, wie man die greift. Logisch. Ne? Das ist wie, ne? Wenn jemand 20 Jahre Klavier spielt, spielt er wahrscheinlich besser als jemand, der ein Jahr Klavier spielt. Und so ist es auch, wenn jemand 20 Jahre schon mit Styles spielt, spielt er wahrscheinlich auch besser als jemand, der die Styles das erste Mal benutzt. Aber für mich, Entschuldigung, für mich ist diese AI Fingered Mode wirklich fantastisch, weil man kann auch Slash Chords dann spielen. Ja. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ihre Film gesehen, wo sie dann so mit Fingered on Bass, und da kann man nochmal so mit, das ist dann auch wieder eine ganz große Sache, das habe ich auch gedacht, hey, das ist ja super cool. Ich habe es übrigens ausprobiert, es geht beim Genos auch, wenn man Fingered on Bass nimmt. Aber ich glaube, ja, wie gesagt, auch das muss man üben und das kann man auch dann lernen. Und die Begleitautomatik von heutzutage von Yamaha ist wirklich ausgezeichnet für alle Spielarten. Ja. Das ist jetzt ein gutes Stichwort, was uns die Keyboards der jetzigen Generation bieten. Jetzt fragen ja die Musikantenfreunde immer, ich warte schon auf das nächste Modell. Was denken Sie denn, was uns die Arranger-Keyboards der nächsten Generation alles bringen? Ja. Was dürfen wir da erwarten? Ich hab keine Ahnung. Was ich weiß, ist natürlich, dass die Neuigkeiten werden natürlich immer, was soll ich sagen, kleiner. Ich meine, sagen wir mal so, der größte Schritt je war natürlich analog nach digital. Das war der größte Schritt je, auch für unsere Instrumente. Ne? Natürlich, dann kamen die Styles, dann kamen die Styles mit zum Beispiel Guitar Edition, wo die Gitarren genau die Akkorden greifen. Und das hat sich alles so weiterentwickelt. Dann kamen zum Beispiel die Ensemble Voices. Ne? Das war dann auch wieder so eine Neuheit. Aber ich glaube, ich weiß nicht, was die noch neu machen könnten. Ne? Ich meine, es klingt alles schon sehr, sehr gut. Ja. Und wir müssen da mal abwarten. Was ich zum Beispiel auch ein sehr schönes neues Keyboard von Yamaha finde, das ist dieses YC61. Da gibt es ein ganz schöne Orgel Sound, die wird dann virtuell wird der dann gemacht. Und das ist zum Beispiel ein Orgelsound, dass ich denke, naja, wenn der zum Beispiel nochmal im Genos kommen könnte, wäre das für mich auch schon mal schön. Ja. Ne? Aber das müssen wir abwarten. Aber ich glaube, ganz große Sachen, es wird immer schwerer. Das ist wie beim Fernseher. Ne? Damals schwarz-weiß, Farbe, großer Schritt. Ja. Dann gibt es vielleicht jetzt, weiß ich, wie viel K-Fernseher und dann nächstes Jahr nochmal so viel K. Aber die Unterschiede sind eigentlich immer kleiner. Okay. Aber es kommt natürlich hoffentlich bestimmt noch mal was Neues. Natürlich, natürlich.
Und wir Musikantenfreunde dürfen Sie noch viele Jahre mit den Yamaha-Geräten erleben auf der Bühne. Ich hoffe sehr, weil ja, ich finde es sowieso sehr schön, Musik zu machen. Und es ist natürlich auch sehr schön, weil diese Kunden von Yamaha sind immer sehr begeistert und die wollen alles wissen und die sind sehr, ja, auch sehr dankbar. Ne? Und es ist immer eine Freude, wo ich auch hingehe, natürlich in die verschiedenen Läden oder bei die verschiedenen Entertainer-Clubs oder was auch zu spielen, weil die Leute sind immer so, ja, ja sehr, sehr begeistert. Ja. Und das macht mich immer sehr große Freude. Ja. Prima. Was steht als nächstes Projekt oder größere Geschichte jetzt bei Ihnen an im Moment? Urlaub oder Arbeiten? Ich habe Arbeit und ich mache auch sehr viele Songs. Ich produziere viele Songs für YamahaMusicSoft.com. Nebenbei mache ich auch für viele Leute, die ich kenne aus dem Theater, also aus der Theaterwelt, die zum Beispiel so kleine Theaterprogramme haben. Dafür mache ich auch viele Begleitungen, viele Songs. Und ich mache das sehr gerne, Songs programmieren, weil ja, man merkt dann auch, wie gut so ein Keyboard dann doch auch wirklich klingt. Und wenn man den Leuten, die diese Keyboards überhaupt nicht kennen, wenn ich das dann vorspiele, dann sagen sie, kommt das alles aus einem Gerät? Dann sage ich, yes, das kommt alles aus einem Gerät. Na, okay, und dann benutze ich natürlich die Insertion Effects. Na, das ist auch viel Arbeit. Aber es ist auch, wir sind schon eigentlich sehr verwöhnt, ne? Weil die Produkte sind echt fantastisch, muss man sagen. Jetzt kommt ja wahrscheinlich die schwierigste Frage. Ich soll Sie von all unseren Musikantenfreunden fragen, haben Sie einen ganz guten Tipp für uns, wie wir mit dem Keyboard umgehen und wie wir besser spielen können? Puh. Also ich habe eigentlich viele Tipps. Also ich sage immer so, auf welchem Art und Weise oder auf welchem Niveau man auch spielt, der Energie kommt immer von der Spieler. Man kann das schönste Gerät haben, ne, aber der Energie wird von Ihnen als Spieler ins Keyboard gebracht. Ob Sie jetzt einfach spielen oder kompliziert oder Profi oder Amateure, egal. Na, weil Sie sind derjenige, die doch das machen. Und das merken die Leute, die zuhören, auch. Ne? Ich meine, man merkt auch, wenn jemand nur Kopfdruck macht und so ein bisschen local off, ja, fast, ne, ein bisschen mitspielt, aber man merkt immer, die Energie, der kommt von der Spieler. Und ob diese Energie groß ist oder klein, das ist egal. Ne, aber, und das glaube ich. Also man muss immer natürlich versuchen, auch besser zu werden, weil das macht auch Spaß, ne? Wenn man wieder was denkt, ey, jetzt kann ich wieder, ich habe ein neues Akkord gelernt oder ich habe eine neue Funktion, die ich jetzt richtig einsetzen kann, oder eine Kleinigkeit, ey, warum mache ich diese Knopfdruck immer so, wenn ich es auch mit dem Pedal machen kann. Man kann auf viele verschiedene Art und Weise kann man sich verbessern. Und jede Verbesserung ist auch schön. Ne? Das ist bei jedem Hobby. Ne? Ich meine, ob das jetzt ein Sport ist, wenn man wirklich merkt, hey, das habe ich wieder geschafft oder das verstehe ich jetzt auch, weil es sind natürlich auch letztendlich für Leute, die sich nicht auskennen, ganz komplizierte Geräte. Ja. Und ich glaube, jeder Schritt, den man macht, ob mit der Bedienung, ob mit der Spielart und Weise oder dass man sagt, ey, meine Finger, die sind jetzt nicht mehr so stramm, ne? Alles ist gut. Und ja, das ist auch natürlich die große Freude am Musizieren. Das war ein ganz tolles Schlusswort. Herr ja. Bartmanns, ich darf ja. mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass wir in Ihre gute Stube mal reinschauen durften. Ja, ja, ja. Für das nach meiner Meinung wirklich sehr, sehr informative und tolle Gespräch. Bitte. Ihnen wünsche ich weiterhin alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit. Bleiben Sie gesund, dass Sie der Fangemeinde von Yamaha und mir noch lange erhalten bleiben und weiterhin viel Erfolg in der Zukunft. Vielen, vielen Dank. Es war schön auch, Sie auch wieder zu sehen, weil das war schön, unsere Treffen down, und hoffentlich sehen wir uns alle bald mal wieder. Das wäre doch gut. Okay, Dankeschön. Danke. Ich sage Tschüss. Jo, tschüss, bye bye.